Hallo Freunde der unsterblichen Gelbsucht, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder bei mir seid, hier in meinem unsterblichen Springfield. Ich habe schon wieder vergessen zu klicken. Es ist noch so früh am Morgen, ich... ihr habt doch heute meinen freien Tag. Ausnahmsweise habe ich mal frei, kann auch mal morgens. Frau und Kind sind weg, ich kann blubbern, wie ich will. Oh, ich habe was abgeschlossen. Da steht aber 0 von 1. Lass Smoking Krusty Cocktailkennerinnen an. Hier steht abgeschlossen. Da steht 0 von 1. Abu, ich habe gehört, ich kann ein tolles Angebot für eine zufällige Donut-Belohnung bekommen. Sorry, unsere Platin-Rubbellos-Aktion ist bis auf Weiteres ausgelaufen. Du musst eine Ausnahme für mich machen. Ich bin abgestürzt. Eigentlich bin ich verzweifelt. Eigentlich ist Homer verzweifelt. Ich bin auch verzweifelt, weil mein Spiel schon wieder abgestürzt ist. Bin mal gespannt, wie viele Anläufe ich diesmal brauche, bis mein Spiel halbwegs anständig stabil läuft oder halbwegs stabil läuft. Ab und zu geht's auch so, quasi schon mit dem ersten, aber manchmal brauchst du 5, 6 Anläufe. Die meisten schneide ich dann raus, weil es einfach nur nervt. Ich meine, mich nervt das sowieso. Aber auch euch bringt das ja nichts. Also, du musst eine Ausnahme für mich machen, ich bin verzweifelt. Ein verzweifelter Kunde, der etwas in letzter Minute braucht. Und nun lass den Wucher beginnen. Eure traurigen Bitten haben uns bewegt, dieses Spiel schon wieder abstürzen zu lassen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was ist denn mit unseren traurigen Bitten? Wer hat denn da so? Ich war das. Ich habe gebittelt und gebettelt um alles Mögliche. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt krieg. Ich krieg bestimmt noch eine Nessie oder so, weil ich Nessie so geil finde. Ja, keine Ahnung. So schnell konnte ich nicht lesen. Vielleicht kriegt man den Players Club Turm auf Max, ohne dafür Donuts ausgeben zu müssen. Glaube ich zwar auch nicht, aber könnte ja sein. Das wäre das einzige Bitten und Flehen und Weinen oder keine Ahnung, was sie mir da unterstellt haben. Verzweifelt, Wucher, ab geht's. Eure traurigen Bitten haben uns bewegt. Du erhältst eine zweite Chance auf das ganz neue, zeitlich begrenzte Platin-Rubbellos. Hä? Was ist nun passiert? Zeig mal her. Gold-Rubbellos, Platin-Rubbellos. Jedes Los gewinnt. Verfügbar für 2 Tage. Oh. Ernsthaft? Ich muss das wirklich kaufen? Ich will das nicht kaufen. Geh weg. Husch! Wobei 1000 Donuts natürlich nicht schlecht wären, aber ich... Die Chance ist so gering, dass ich den Jackpot kriege. Hallo, Spiel? Kauf abgebrochen, wir sind alle untröstlich, Maggie weint. Also, hey, Glückwunsch. Du hast dein Baby zum Weinen gebracht! Ja, ich weiß das, es ist meine Maggie, ich kann mit der machen, was ich will. Wenn ich will, dass Maggie heult, dann heult Maggie. Meine Maggie heult sowieso nicht. Meine Maggie ist mehr Kerl als ihr alle. Ihr Luschen. Ich meine, die EA-Luschen natürlich. Bringen wir das Kraftwerk auf volle Kapazität, Simpson. Diesen Schalter ein oder aus? Ich bin nicht sicher. Brennstäbe hoch oder runter? Ganz bestimmt. Ich entscheide nach Bauchgefühl. Ist ja wie Homer. Ist ja nur ein Atomreaktor. Ja, was kann da schon passieren, ne? Hat man ja am Anfang des Spiels gesehen. Was BOOM passieren kann. Sir, Sie haben die Spannung verdoppelt. Alle Lampen in der Stadt sind durchgebrannt. Verdammt. Wir müssen alle Glühbirnen austauschen. Ja, schon wird's ein Verlustgeschäft. Hier sind $10. $10. Gehen Sie eine Stehleiter kaufen. Lass Burns fast eine Kernschmelze verursachen. Oh, das haben wir doch mit Homer auch schon mal gehabt. Lass Homer Glühbirnen austauschen. Excellent. Ernsthaft? Dauert wohl noch einen Moment, hä?
Du hast eine Tagesherausforderung erfüllt, hol dir deine Belohnung ab. Jetzt aber. Das stand doch vorhin auch schon abgeschlossen. Stranger, very strange. Ich habe einen Donut gewonnen, ich bin reich. Ich kann aufhören, Spiel kann's löschen. Ich habe alles erreicht, was ich... ich kann Baum. Da-da-da-da! Wieso Halleluja? Ist doch bloß ein Baum. Keine Sorge, Erde, ich werde dich retten. Weltgrößter Mammutbaum, Teil 8. Hey, Lisa, könntest du das unterschreiben? Bitte entschuldigen Sie Bart heute vom Unterricht, damit er meinem Mammutbaum beim Wachsen hilft. Das wird deine Lehrerin niemals akzeptieren. Du unterschätzt wirklich die liberalen Tendenzen der amerikanischen Lehrervereinigung. Ich habe den ganzen Dezember gefehlt, nachdem ich angeboten hatte, eine kurze Abhandlung über das Elend undokumentierter transsexueller Migrantenfarmarbeiter zu schreiben. Und das hat dir deine Lehrerin Mrs. Krabappel wirklich abgekauft. Alter Walter. Sprich, ich muss jetzt 360 Dünger mit Bart. Barten. Quasi. Oh je. 360 ist ganz schön. Das ist ganz schön viel. So, gucken, dass hier. Nee, Bart ist hier nicht dabei. Ich schicke jetzt wieder alle. Ich sehe es gerade. Ich schicke wieder alle auf irgendwelche Jobs, ohne daran zu denken. Dass ich sie mit Sicherheit gleich wieder für die Story irgendwo brauchen werde. Und genau das gleiche mache ich jetzt hier natürlich auch, weil ich ein Idiot bin. Lass mal gucken hier. Burns, Homer. Homie, Baby! Was, wer rülpst mich denn hier an von der Seite? Ich glaube, da uns hackt, sag mal. So, Homie, Baby, 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 Baby. 12 Stunden Glühbirnen austauschen. Baum baumt. Burns geht nicht. Macht alles noch. Dann würde ich sagen, Casino-Story technisch war's. Das. Mehr oder weniger. Ich habe nur 23 Spielerchips, Spielchips, wie auch immer die Dinger heißen. Sprich, das lohnt sich noch nicht so wirklich. Ich muss sowieso, ich muss auch gucken. Ich muss auch gucken. Ich brauche noch etwa 26.000. Ich habe noch 5 Tage Zeit. Das kriege ich hin. Das Problem ist bloß die Players Club Punkte. Na, eigentlich müsste das reichen, wenn ich Gabo bekomme. Müsste ich eigentlich, wenn es stimmt, hier die 480 Clubpunkte, dann kriege ich auch... Ach nee, Scheißendreck. Ich krieg erstmal nur 15 Showtickets. Ich bin ja noch gar nicht ganz hinten. Fuck. Das ist nicht gut. Ja, irgendjemand, ich glaube, der Herr Botzke, der Jonathan, glaube ich. Jonathan Botzke, ich weiß nicht genau. Jonathan vielleicht sogar, keine Ahnung. Hat mir, glaube ich, in die Kommentare schon geschrieben, dass er hat zwar jetzt alles, aber er hat halt auch Donuts ausgegeben für einmal die beiden Trollers und für noch irgendwas. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich habe das jetzt aus seinem Kommentar nicht so rausgehört. Ob er das hat machen müssen, um die letzte Stufe vom Players Club Turm zu bekommen. Oder ob man das auch so bekommen hätte. Vielleicht kann mir das mal irgendjemand von euch in die Kommentare reinschreiben, ob jemand hat... Irgendjemand von euch... Hat irgendjemand von euch den Players Club Turm, die letzte Stufe vom Players Club Turm bekommen, ohne dafür Donuts ausgegeben zu haben? Für irgendetwas, was Players Club Punkte gegeben hat? Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Oder falls irgendjemand in der Situation gewesen ist, also dass er quasi, er hat Gebo, er hat alles, alle Preise bekommen und er hat alles gebaut oder hergestellt, was man herstellen kann. Und er hat den Players Club Turm, die letzte Stufe, trotzdem nicht bekommen. Dass man quasi gezwungen wäre oder gezwungen ist, Donuts und damit echtes Geld, theoretisch zumindest echtes Geld, wenn man nicht ein paar Donuts angespart hat. Ich habe jetzt mittlerweile schon wieder 117.
Von, ich glaube, paar 70 waren es, glaube ich, nur noch, nachdem ich mir den Lucius Sweet habe kaufen müssen, weil ich es nicht gebacken bekam, den schnell genug bzw. aktiv genug zu sein, um ihn so zu bekommen. Also quasi auf regulärem Weg, wobei es ja nicht irregulär ist, dafür Donuts auszugeben. Es ist ja sogar eigentlich das Gewollte. Das ist ja das, was, was EA möchte, dass wir Geld in ihr Spiel stecken, logischerweise. Deswegen haben auch viele Leute so ein Problem mit EA. Ja, über die Sims und auch die Origin-Plattform und. Weil halt vieles einfach reine Geldmacherei ist. Darüber sind sich die Kunden natürlich bewusst. Die Leute sind ja nicht blöd. Ja, wir sehen das ja. Dass man wie jetzt hier zum Beispiel, wenn es denn wirklich so ist, dass man den Players Club Turm in der höchsten oder die letzte Stufe vom Players Club Turm wirklich nur dann bekommt, wenn man dafür Geld ausgibt, dann ist das reine Geldmacherei. Ja, die Leute von EA zielen darauf ab, dass wir so sammelgeil sind und so perfektionsgeil, vervollständigungsgeil, dass wir dafür Donuts ausgeben, wenn wir keine Donuts haben, Geld ausgeben, um Donuts zu kaufen, um die dann auszugeben. Ich suche in der Zeit jetzt erstmal Chanel. Ho! Da ist meine Maggie schon. Und schon ist sie wieder weg. Tschüss, Maggie. Hallo, Maggie. Oh, ich glaube, das war die dritte. Oh. Ich nehme einfach jetzt dich. So. Oh, perfekt. Yeah, baby. Endlich mal wieder Kohle gespart, Mensch. Dann komme ich ja jetzt doch vielleicht endlich mal dazu, hier meine 2 Millionen zu bekommen, ohne vorher schon wieder Hunderttausende von Dollars ausgegeben zu haben. Spieldollars natürlich nur. Ausgegeben zu haben, um zum Beispiel die 3 Donuts von Maggie zu bekommen. Oder um, das steht natürlich auch nochmal an jetzt hier demnächst. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit. Die 3 Donuts zu bekommen. Ich hoffe, es gibt nicht noch ein Update vorher. Also noch nicht noch ein Maximallevel, ein erreichbares Maximallevel-Update quasi. Dass man dann Level 60 werden kann. Für alle, die es nicht wissen, wenn man das Maximallevel erreicht hat, aktuell ist es 59, und man hat so viel Erfahrungspunkte gesammelt, dass man quasi, also theoretisch nochmal ein Level-Up hätte, dann kommt so ein Fenster, wie es eben gerade bei Maggie auch gewesen ist. Dann bekommt man die Möglichkeit, drei Felder auszuwählen, um Donuts zu bekommen. Nach genau dem gleichen Prinzip. Also hinter einem Fenster steckt ein Donut, hinter dem anderen zwei und hinter dem noch anderen stecken dann die 3. Aber ich weiß nicht, ob es 100.000, 150.000 kostet. Es gibt eins. Nee, das war, glaube ich, hier, wenn man die maximale Chipzahl erreicht hat. Und hier diese blaue Chips. Ich glaube, mal gucken, vielleicht kann ich das noch zeigen, wenn ich den irgendwann... Da wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich doch hin. Wenn ich irgendwann Gebbo habe, habe ich ja nichts mehr, wofür es sich lohnen würde, die Chips zu sammeln. Und dann erscheint hier oben, glaube ich, erscheinen die blauen Chips. Und dann kann ich... Letzte Runde waren es, glaube ich, 8.500. Ich weiß nicht mehr genau. Wenn ich dann nochmal 8.500 von den Chips gesammelt habe, dann bekomme ich auch dieses Fenster. Aber ich glaube, da kostet es mich nur 50.000, wenn ich nach meiner ersten Wahl ein weiteres Fenster öffnen möchte, weil ich die 3 Donuts nicht erreicht habe. Jetzt weiß ich gar nicht genau. Ich würde mal fast... Oh, hätte ich fast vergessen. Das wollte ich eigentlich sagen, dadurch, dass ich jetzt so viel gelabert habe, ist die Folge eigentlich schon, das kann ich komplett als eine Folge sogar schon nehmen. Endlich eine Unterhaltung für mich. Exotische Verrenkungskunst. Genauso verteidige ich meine Entscheidung als Bürgermeister. Scheiße. Nein. Die Simpsons sind nicht politisch. Waren sie noch nie, sie sind nicht politisch motiviert. Sie verteilen keinerlei Seitenhiebe auf Politik, auch nicht auf aktuelle politische Geschehen. Nein. Deswegen gab es auch dieses Monsanto-Update nicht, das auf gar keinen Fall irgendwas mit Monsanto zu tun hat, die gerade die ganze Welt zugrunde richten wollen.
dürfte gerne mal danach googeln. Guckt, dass er nicht, nicht die ersten, sehr wahrscheinlich nicht die ersten Treffer in Google nehmt, sehr wahrscheinlich von Monsanto selbst oder sonst irgendwas, sondern guckt ruhig, dass ihr da ein bisschen was habt, was ein bisschen kritischer ist. Kompakt zum Beispiel. Oder was ähnliches. Egal, ich habe nichts gesagt. Nein. Am Schluss heißt es hier noch, ich würde die Jugend dazu animieren, sich politisch zu engagieren oder zu informieren wenigstens. Die haben Mr. Tini eingestellt, um in diesem Casino die Nachtclub-Show zu machen. 2 Minuten lang erzählt er ihnen meine besten Witze und dann bewirft er das Publikum mit Dreck. Das Dreckwerfen bringt mehr Lacher. Juhu! Black Diamond, 4 Sterne und 15... Ich habe keine Ahnung, was für Tickets das sind. Und keine Players Club-Punkte. Oh, doch. Doch. Ah, hier, da sind meine Showtickets. Ja, cool, dann kriege ich ja den... Oh, geil, ich brauche nur noch 10, dann kriege ich den Turm ja doch. Das ist ja cool. Ja, cool, dann hat sich das erledigt. Also, ich meine, ihr dürft mir das jetzt natürlich immer noch gerne in die Comments schreiben, aber ihr braucht es nicht mehr unbedingt, weil ich sehe es ja jetzt. Weil mein Gemmo bekomme ich auf jeden Fall. Die 25.000 Chips, die bekomme ich auf jeden Fall. Jetzt, wo ich es gesagt habe, natürlich nicht. Ganz klar, aber trotzdem. Und mir fehlen ja nur noch 10. Jetzt habe ich ja meine 15 Show-Tickets. Ich bin ja jetzt schon hier beim Black Diamond Players Club Turm Maximalstufe. Und mir fehlen ja nur noch 10. Was eigentlich eine fiese Zahl ist, wenn man ganz ehrlich ist. Da zielen sie echt drauf ab, dass du... Ja, guck mal, ich habe alles gebaut. Alles gebaut, was ich bauen kann und was mir überhaupt Players Club Punkte bringt. Sowieso grundsätzlich. Hier ist Menge unbegrenzt. Ist alles Menge, mehr oder weniger, ist alles Menge unbegrenzt. Aber ich kriege nirgendwo mehr, für nichts mehr bekomme ich würde ich Players Club Punkte bekommen. Ja, das ist schon... Und wenn man dann Gabbo nicht bekommt, dann steht man hier 10 Punkte vor Schluss. Gabbo dauert ja noch. Ja, das ist ja, ich meine, das mit 5 war das jetzt hier relativ flott zu erreichen, wobei er hier, glaube ich, 31.000 oder was gebraucht hat und Gabbo jetzt auch nochmal 31.000 braucht. Dafür ist aber auch die Anzahl der Chips, die man bekommt, durch die Knöpfe, die man hier anklicken kann, auf 20 verdoppelt worden. Aber dass man dann vor 10 vor Ziel quasi stehen bleibt, das ist halt deutlich für mich, in meinen Augen. Ist das schon extrem deutlich, worauf das Ganze hinausläuft, ne? Gebt uns euer Geld. Das ist alles, was wir wollen. Na? Finde ich halt schade, dass es so deutlich dann auch gemacht wird. Ich würde in so ein Spiel viel eher Geld investieren, wenn ich A, nicht immer das Gefühl hätte, dass das alles ist, was die von mir wollen, und B, die Preise etwas moderater wären. Ganz im Ernst. Also die Preise, ich finde die Preise, die EA hier aufruft für die Donuts, und im Vergleich dann dazu, was man für die Donuts bekommt, das ist eine Frechheit eigentlich. Was haben wir denn hier Neues? Natürlich wieder was für Donuts. Eine Osterflagge. Die ist wichtig. Die brauche ich unbedingt. Huch, jetzt habe ich sie tatsächlich nicht gekauft. Gut, dann würde ich sagen, das reicht definitiv für eine Folge. Ja, mehr gibt's nicht zu tun. Alles hier, der kann nicht, der macht. Und hier geht nur halb. Ja, Burns muss ja noch, der ist ja hier noch beschäftigt für 10 Stunden, 11 Stunden fast. Dann würde ich sagen, wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wie euren EA-Nick zum Beispiel. Aktuell gibt's wieder Platz. Das Video dazu, das YouTube-Special Nummer 10 oder 11 sogar schon, weiß ich jetzt im Moment gerade gar nicht aus dem Kopf, müsste sogar schon hochgeladen sein. Wenn ihr dieses Video hier seht, müsste das letzte YouTube-Special schon hochgeladen sein. Da habe ich am Anfang noch so 3-4 Leute noch rausgetreten aus meiner Liste. Insgesamt sind es, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, 10 oder 15 Leute, Plätze sind geschaffen worden wieder. Das heißt, ihr dürft gerne wieder
Oder was heißt, ihr dürft, habt ihr auch vorher gedurft, nur halt vorher konnte ich euch nicht mehr annehmen, aber andere Leute haben euch ja durchaus in ihre Nachbarschaft aufnehmen können. Ihr könnt mir auch gerne mal, wäre cool, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, ob ihr denn auch von anderen Leuten Einladungen dann bekommt, wenn ihr euren EA-Nick unter meine Videos schreibt. Würde mich auch interessieren. Darum geht es mir schließlich auch. Ihr sollt ja alle was davon haben. Nicht nur ich, sondern durchaus alle halt. Auch die, die mich vielleicht nicht abonniert haben und auch die, die mich vielleicht gar nicht, die meine Videos nicht wirklich gucken, sondern einfach nur schauen nach Nachbarn oder sowas. Juckt mich nicht. Können sie gerne machen. Ich habe gar kein Problem damit. Können die Leute gerne meine Videos oder meinen Kanal auch gerne dafür nutzen. Ist nicht, finde ich nicht schlimm. Hauptsache, ihr kommt an euer Ziel. Hauptsache, ihr habt das erreicht, was ihr erreichen wolltet. Der Rest ist freiwillig. Natürlich ist er freiwillig. Ich zwinge ja hier niemanden, irgendwas zu machen. Gut, wie gesagt, schreibt euren EA-Nick hier unter mein Video in die Kommentare und unter meine Videos. Und ich oder irgendjemand wird euch dann schon in seine Nachbarschaft aufnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao!